FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki wetterte beim FDP-Landesparteitag gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ein großes Problem für ihn sei die Kombination Corona-Pandemie und Karl Lauterbach. Ist kein Salz, ist kein Zucker, trinkt kein Alkohol, hat keine Freundin. Mein Gott, was hat der Mann vom Leben, außer Corona, sagte Kubicki laut T-Online. Deutschland sei in Sachen Corona auf einer Geisterfahrt. In ganz Europa gibt es keine Maskenpflicht, es gibt keine Quarantänepflicht mehr. Nur in Deutschland sei das dank Lauterbach anders. Wir leben in einem Rechtsstaat, wir machen keine Grundrechteinschränkungen auf Vorrat, kritisierte Kubicki. Deutschland sollte sich entsprechend verhalten wie alle anderen europäischen Länder. Auch Karl Lauterbach kann dazulernen, sagte der FDP-Bundesvize.